Hallo Modellbauer, hier einmal die Abzweigung links geschaltet und stromlos geht der Bolzen wieder nach unten und ist automatisch in der Geradeausfahrtstellung und so funktioniert die Faller-Abzweigung. Man kann sie natürlich auch für die Rechtsabbieger einstellen, man kann aber pro Abzweigung nur Links- oder Rechtsverkehr einstellen. Die Spule wird jetzt nachträglich in ein fertiges Diorama eingebaut. Das hier ist jetzt Teil 1 von insgesamt zwei Teilen, wo ich euch zeige, wie man diese in ein fertiges Diorama bzw. in eine fertige K-System oder K-Motion-Strecke einbaut. Teil 2 erscheint in wenigen Tagen, das heißt sehr bald. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann abonniert bitte meinen Kanal und aktiviert die Glocke, dann werdet ihr benachrichtigt, sobald ich was Neues hochlade. Ja, hier geht es erstmal los mit dem Einbau oder der Vorbereitung dafür. Das Ganze muss hier auch ordentlich geplant sein. Und wie ihr schon seht, diese Magnetdetektorfolie von Fissmann, ohne die geht natürlich überhaupt nichts. Denn diese Folie zeigt mir, wo mein Magnetband eingebaut ist, damit ich genau die Radien anzeichnen kann, damit die Spule oder die Abbiegung wunderbar funktioniert und das Ganze nachher auch wieder von dem Magnetband auf das Magnetband der Hauptstraße wieder gelangt. Und dafür braucht man diese Detektorfolie, damit man einfach sieht, wo das Magnetband eingebaut ist. Und das Ganze wird hier mit einem weißen Stift angezeichnet. Als ja, Radius habe ich mir jetzt hier so eine biegsame Röhre genommen. Ich habe auch noch ein biegsames Lineal. Das ist auch sehr gut. Damit mache ich zum Beispiel die ganzen Fahrbahnmarkierungen. Und wie ihr seht, das Ganze sieht auf jeden Fall auf den ersten Blick mal wild aus. Aber wie gesagt, das Ganze muss ordentlich geplant sein. Weiche Radien, der LKW soll nicht abrupt links irgendwie einschlagen und dann irgendwie wild abbiegen. Das Ganze muss sehr fließend verlaufen und dafür habe ich mir hier auch ordentliche Radien geholt, damit das Ganze richtig schön aussieht. Das Magnetband um die Halle herum und in die Halle rein und aus dem Hallentor wieder raus habe ich damals beim Bau dieser Halle schon vorbereitet. Hier rechts oben einmal das Video, wie ich diese Halle baue und wie die Fahrzeuge da richtig schön durchfahren mit dem elektrisch betriebenen Hallentor von Fissmann. Das Ganze sieht richtig cool aus. Zurück zum Anzeichnen der Radien. Ich habe mir jetzt hier, wie gesagt, da oben sieht man diese kleinen Striche, wo jetzt der Daumen gerade davor ist. Da habe ich mir einmal die Magnetbänder angezeichnet auf dem inneren Diorama vor der Halle, damit ich genau sehe, wo die Spur verlaufen soll, in welche Richtung sie auch enden soll. Hier links unten die Markierungen von der Abbiegespur der Fallerabzweigung. Das Ganze ist leider ein wenig fehlerhaft. Ich korrigiere das auch gleich noch. Und was ich jetzt hier anzeichne, ist einmal der Verlauf von dem alten Magnetband, damit ich da nicht mit der Fräsmaschine reinknalle und das alte Magnetband beschädige. Denn was ich herausgefunden habe, ist, dass alle Spuren, die geradlinig verlaufen, sollte man auch bei einer Abzweigung gerade durchlaufen lassen und nur die Abbiegespur sollte eine Unterbrechung haben, dort, wo die ja, Geradeausspur schon verläuft. Das sieht man dann gleich ein bisschen besser. Und wie gesagt, hier auch nochmal das Magnetband anzeichnen, damit ich sehe, wo ich mit dem Fräser hingehe. Und hier sieht man, dass die Abbiegespur an sich zwar gut gemeint war, auch gut aussieht, aber die Abbiegung auf der Platte der Falleabzweigung ist absolut falsch. Das heißt, ich muss da jetzt nochmal korrigieren und muss dann auf dem oberen Strich, da muss ich hin mit
dem Verlauf der Abbiegung. Der Abbiegevorgang wird automatisch gesteuert. Das seht ihr im zweiten Video. Und das Ganze war mir wichtig, dass das ohne mein Dazutun funktioniert. Ich dann nicht immer auf ein Knöpfchen drücken muss, sondern damit das Ganze in unregelmäßigen Abständen passiert. In Verbindung mit dem IR Mini von Fissmann, wo ich aktuell Beta-Tester bin. Und das Ganze stelle ich mir richtig schön rund vor. Und weil die Abzweigung auf den Metalldraht ausgelegt wurde, wird das Ganze jetzt auf Magnetband umgebaut oder umgestellt. Das Ganze ist sehr simpel, dazu kommen wir jetzt. Bevor ich jetzt diese Abzweigung einbauen kann, muss ich die natürlich ein bisschen anpassen, leider Gottes, weil die ist ja auf diesen Fahrdraht von Faller abgestimmt, was auch an sich sehr gut war früher. Aber jetzt, wo alle umstellen auf das Magnetband, das einfach sicherer die Spur hält, muss ich das da jetzt quasi hier umändern. Und das Ganze werde ich versuchen. Ich habe da jetzt noch keine perfekte Lösung. Werde ich versuchen mit diesen Trennscheiben hier von Proxon. Na, das ist im Übrigen dieser Artikel. Einfach die Trennscheibe hier drauf fixieren. Und ich möchte das jetzt mit ganz fein erweitern. So, das passt. Vielleicht ein bisschen weiter raus. So. Ja, wie gesagt, sodass dann dieses 0,5 mm Magnetband da reinpasst. Ich werde mir erstmal hier anzeichnen. Einmal mit einem Messer. Das war nix. So, das war schon besser. Ist auch relativ parallel. So. Ja, dieses ganze Teil hat nur eine Stärke von einem Millimeter, deswegen muss man dann auch ein bisschen aufpassen mit dem Anzeichnen. Und ich probiere einfach jetzt mal das Ganze so anzufräsen. Dass ich ungefähr an der Stärke bleibe wie diese Nut.
So, das Ganze wird jetzt schon ein bisschen dünner. Das habe ich jetzt eben durch das Licht gesehen. Man sieht auch hier, also das ist jetzt schon Limit. Sieht aber nicht schlecht aus. Jetzt muss ich nur gerade mein Magnetband suchen. So, hier habe ich das Magnetband. Das sieht hier vorne schon mal sehr gut aus. Hier in der Mitte trägt es noch ein bisschen auf. Da werde ich noch ein bisschen nacharbeiten. So, ich werde da jetzt auch keine Wissenschaft draus machen. Wenn das ein bisschen absteht, dann ist das jetzt so. Aber sieht wirklich sehr gut aus. Das passt soweit. Ja. Ist auf jeden Fall betriebssicherer, als wenn ich da jetzt wieder diesen Fallerdraht reinschmeiße. Das war mir jetzt nicht so recht. Somit, ja, die goldene Mitte gefunden. So, und jetzt kann man sogar noch, das habe ich jetzt eben gar nicht einkalkuliert, dieses Papier hier wegziehen. Und dann habe ich noch weniger Auftrag. So. Das passt wunderbar und ist auch richtig schön plan. Sieht zwar wirklich gruselig aus, weil es nicht schön sauber ist, aber gefällt mir wirklich richtig gut. Um euch nicht zu langweilen, mache ich jetzt die Abzweigung genauso wie hier. Einmal fertig und dann geht's auch ans Fräsen. Thank you.
Kurz etwas zur Funktion, dort wo der Pfeil endet, an der Spitze unten ist ein Metallbolzen unter der Kunststoffplatte und wenn der oben ist, dann zwingt der den Magneten an der Vorderachse den Linksweg einzuschlagen und wenn der Stromweg in dem Fall weggeht, geht der Pin wieder runter und der LKW fährt geradeaus über die Abbiegung drüber. Lasst mir gerne ein Feedback da, wir sehen uns beim zweiten Teil, bis bald, euer Eddie.